Ich hoffe, das wird von meiner Haftzeit gestrichen. Ich glaube, die Behandlung wird nicht von der Haftzeit gestrichen, nördlich nein. vom Das vom ist Einsatz richtig, auch. die wird nicht. Genau. Warum auch, ne? Bringen Sie mich jetzt einfach ist offen, ins jetzt. Sollen die TVs ja, Sie müssen doch behandelt werden, das machen wir SG? Nicht. Wir bringen Sie erstmal ins Krankenhaus. Genau, das geht auch. Ja, mir geht wir werden ja erstmal operiert. Gut, genau, ne? Sie wollen mich verarschen. Wer hat Sie eigentlich gefickt und nicht bezahlt? Sie haben eben doch geheult, dass Sie verletzt sind. Meine Mutter hat nichts, weil die hat schon das Zeitliche gesegnet. Aber Sie werden jetzt erstmal behandelt im Krankenhaus. So. Warum schießen Sie? Wir haben doch nur Schusswaffen benutzt gegen Sie. Warum schießen Sie denn auf uns? Warum heulst du so rum, Alter? Warum heulen Sie denn? Sie haben doch gerade geheult. Genau. Du heulst doch gerade. Ich habe Ihnen ja nicht das Du angeboten, ne? Könnte ja Ihr Vater sein vom Alter, ne? Aber ich glaube, Sie sind mir geistig unterlegen. Vor allem, wenn ich Ihr Vokabular schon höre, glaube ich, dass Sie mir Eier, unterlegen. Alter, auf den Eier, okay, hervorragend. Das war ja natürlich sehr richtig. Ich hab genau, Sie haben auf jeden Fall großen Schaden. Ja, ja. Sie haben studiert, genau. Ja. Man merkt schon, ne? Welches Klientel Sie bedienen, okay. Auf jeden Fall. Das Ach merkt so, man also schon. Also willst du dich lustig machen über mein Stottern? Ja, soll also, ich finde es ja irgendwie interessant tatsächlich, ne, dass Sie sich hier, sag jetzt mal so mit mir auf alles. Nein, ich würde mich doch niemals über Sie lustig machen. Dafür können Sie doch nichts. Da kam aber gerade so rüber. Sie sind doch bestraft genug, das merkt man doch schon. Ja. Du hast keinen Respekt. Vor Ihnen tatsächlich nicht. Ne, Sie haben auch gerade auf uns geschossen. Also tut mir leid, dass dabei Respekt sehr dürftig ausfällt. Das, genau, jetzt bin ich in Schwanz. Jetzt komm, lass dich mal richtig aus. Komm, lass mal richtig mehr vom Kessel. Zeig mal, was du kannst. Wir sind da habe ich mir schon fast gedacht. Das ist ja ganz schön schwach von dir. Stark, Junge, sehr stark. Du Bastard. Ach, du Bastard, genau. Jetzt kommt die dumme Beleidigung. Ne? Da merkt man ja, dass sie nicht viel hier haben. Ne? Genau, ja. Sie haben ja nicht viel hier, das merkt man schon. Ich merke richtig, welches Klientel wir hier auf welches Klientel wir hier gestoßen sind. Nichts wie hier, ne, aber nur Beleidigung. Sie sind geistig komplett unbewaffnet. Merken Sie das? Sie sind mir komplett unterlegen. Sie haben gegen mich keine Chance. Ja, das ist schön, das interessiert mich aber nicht. Sie sind geistig komplett unterbemittelt. Kann ja nicht gehen. Da ist ja keins vorhanden. Ja, der Vater ist nicht hier. Genau, der Vater, die Mutter, wir haben schon bald die ganze Familie durch. Wollen Sie vielleicht noch was gegen meinen Onkel sagen? Meine Tante gibt es auch noch. Lassen Sie mal richtig Dampf vom Kessel. Zeigen Sie mal, was Sie können. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das, was bei Ihnen rauskommt, ist nicht gerade sehr leistungsstark. Überlegen Sie mal. Erst Gehirn einschalten, überlegen und dann sprechen. Das ist immer ganz wichtig. Das haben Sie nicht gelernt, weil ich glaube, da wo Sie sind, da wird das auch nicht oft benutzt, glaube ich, das Gehirn. Da wird hauptsächlich die Schuss. Ich glaube, da wo Sie sind, das wird nicht oft benutzt, das Gehirn, glaube ich. Kann das sein? Was hast du davor gesagt? Was hast du das weiß ich nicht mehr. Ich sage so viel. Da, wo Sie herkommen, genau. Sie scheinen ja Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein. Genau. Aber ich muss ja sagen, dafür, dass Sie Krimineller sind, sind Sie ja eine ziemlich große Pussy. Also ich muss sagen, Sie sind ja eine ziemlich große Pussy tatsächlich, ne? Ja, so der Gangster. Der Gangster, der sich dann beschwert und beleidigt fühlt. Ne? Das sind die Liebsten von mir. Das sind meine Liebsten, ne? Heulen Sie mal ein bisschen, ne? Genau, Sie kriegen auch gleich einen Anruf, da können Sie auch gleich zu Hause bei der Mama anrufen und heulen. Ich rufe bei deiner Mama. Nee, wie gesagt, die hat das Zeitliche schon gesegnet, die können Sie nicht anrufen, weil die ist ja schon unter der Erde. Allerdings können Sie gerne Ihre Mutter anrufen. Ich kann auch gerne mal mit ihr sprechen. Ich glaube, die steht auf Männer wie mich. Machen Sie mal auf hier. Nee, ich mach mir die keinen Spaß, mit ihm möchte ich gar keinen Spaß machen, sie sind ein kriminelles Dreckstück. Lack, hör mir doch mal zu. Nee, Lack ist heute auch nicht da. Herr Doktor, grüßen Sie, der braucht einmal eine Gehirnbehandlung. Der hat ganz starke Schmerzen im Gehirn. Ja. Herr Doktor, grüßen Sie, der Mann hat Schussverletzung. Ich bin nur Praktikant. Ja, dann hol doch jemanden, der was kann. Ja, gehen Sie mal hier rein, ich komme sofort, ja. Ja, das mache ich. Ein Träumchen ist das. So, da dürfen Sie sich jetzt hinlegen, da werden Sie gleich operiert, wobei ich sagen muss, Operation sehe ich bei Ihnen jetzt nicht ganz notwendig, scheint ja ziemlich gesund zu sein, aber machen Sie mal. Genau. Auch zu Schaden gekommen, ne? Hat Schussverletzung. Dazu ein extrem niedriger IQ, ich bitte Sie, die Behandlung durchzuführen. Der Polizist hat gedacht, da wo ich herkomme, ist das nicht anders zu erwarten. Ich nehme genau, an, macht er natürlich, genau, heulen Sie mal ein bisschen, ne? Weinen Sie mal ein bisschen. Soll ich Ihnen ein bisschen Papier bringen? Das wird ja immer besser. Ne? Schauen Sie mal, den Gangster voll tätowiert, aber die ganze Zeit am Weinen. Ne? Der Klassiker. Oh, der Klassiker. So ne? Heulen Sie mal ein bisschen.
Ja, genau, weinen Sie mal. Ja, volle Strafe, ne? Ja, natürlich. Gut, jetzt können wir ja ein bisschen abziehen. Wir sind ja jetzt keine Unmenschen. Sie wissen schon, ich bin betäubt und man wird müde, ne, von der Betäubung. Ja, alles ist doch in Ordnung. Alles gut, haben Sie recht. Wie gesagt, ich will Ihnen auch nichts Böses, ne, aber wenn Sie uns schon so asozial, sage ich jetzt mal, entgegnen, dann brauchen Sie sich nicht wundern, wenn wir dann auch zurück ekelhaft sein können. Achten Sie mal lieber erstmal drauf, was Sie gesagt haben. Ja? Nö. Können Sie sich im Büro melden? Mach ich nicht. Da, wo ich herkomme, ist es bekannt dafür, dass man sowas sagt, ne? Ja, von der Straße, was war genau, Sie sind doch ein Straßengangster. Ja, ich komme doch hier unter der Brücke her. Sind Sie da, oder was sind Sie denn sonst? Sie sehen doch aus wie Krimineller. Ja, gut, beruhigen Sie sich. Warum sind Sie denn so asozial? Warum sagen Sie denn, warum beleidigen Sie jetzt denn seine Mutter? Seine Mutter kennt Sie doch gar nicht. Ja. Doch, seine Mutter. Ich sag ja auch nicht, dass ich zu Ihrer Mutter gleich gehe und in Unicorn, weil ich da Rabatte kriege. Ja, Mutter arbeitet deine Schwester, ja? Ja, okay, meine Schwester arbeitet im Unicorn. Ja, Leute, jetzt kommt, das ist nicht unser Niveau tatsächlich. Das ist nicht unser Niveau. Das ist nicht unser Niveau, Leute. Das ist nicht unser Niveau. Das werden Sie von mir nicht hören. Das ist nicht meine Art und Weise. Ich habe da ein bisschen Niveau, nicht so wie Sie. Was habe ich denn Schlimmeres gesagt? Beschreiben Sie mal bitte. Da, wo Sie herkommen. Da, wo Sie herkommen, genau. Woher kommen Sie denn? Von den letzten Folgen geschissen. Ah, das kannst genau, du jetzt kommt wieder das Niveau. Sind Sie, genau deswegen haben Sie es so verdient, dass ich Sie so verbal einfach auseinandergenommen habe. Ne? Weil Sie einfach nichts anderes... Genau. Halt, ach, jetzt schlagen Sie mich. Schlagen Sie mich denn jetzt, ein Stück Scheiße? Genau, dann kriegen sie einen auf die Fresse. Ein Stück Scheiße. Komm, wir gehen. Ne? Ja, wir lassen den mal hier drin, ne? Bleiben Sie mal hier drin. Hat jemand den MD verständigt, ansonsten tue ich das jetzt. Komm, wir gehen raus hier, ne? Die Arschlöcher hier drin bleiben. Schauen Sie mal, das hat er alles verdient, ne? Tschüss.